Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Doom. E1M3 sind wir jetzt. Toxic Refinery. Ja, eine Karte gab es auch bei dem Spiel. 7 Secrets. Oh, lecko mio. Die finde ich mit Sicherheit nicht mehr alle. Und da haben wir einen neuen Gegnertyp, den Pinky. Das ist auch einer der wahrscheinlich interessantesten. Und das ist ein sogenannter Spectre. Nämlich ein unsichtbarer Pinky. Die werden wir auch noch öfter sehen. So, das ist ein etwas größeres Level jetzt. Die ersten zwei waren relativ klein. Übrigens, wenn man hier runterfällt, ist man tot. Da kommt man nicht drum herum. Bei Doom, wenn man stirbt, startet das Level quasi neu und man hat nur eine Pistole am Anfang. Daher, ich habe bisher noch kein einziges Mal gespeichert. Das tun wir jetzt. Ah ja, gut, Autosaves. Dann speichern wir einmal so. Na, ich habe doch das da eigentlich erwischt, oder? So. Ja, man kann häufig mehrere Dämonen auf einmal erwischen. Und man sieht auch, die machen sich selbst die Türen auf. Böse Viecher. Ja, zu Doom gibt es eine Doom-Bibel. Das war das Designdokument von Tom Hall. Der ist ja irgendwann im Laufe von Doom aus der Company ausgestiegen. Meine Güte. Da haben wir jetzt noch was aufgemacht. Ja, und so ist das häufig. Sound ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Thema in Doom, weil man hört immer dann, irgendwo geht was auf. Aber man weiß halt nicht so hundertprozentig wo. Und da muss man immer gucken. So, hier haben wir jetzt gesehen, da ist aufgegangen, das war vorher nämlich zu. Und man hört viele von irgendwelchen Secret-Sachen, hört man halt auch nur oder hauptsächlich über die Sounds. Ja, und man hat gerade auch nochmal so einen Dämon wegplatzen sehen. Dass die da halt quasi komplett zerlegt werden. Das ist so der Brutalitätsgrad von damals, dass man halt sehr explizit da gezeigt hat. Da ist wieder ein Pinky und da ist ein Spectre. Weg mit euch. Eine gelbe Karte. Jetzt könnte man denken, hier ist man fertig. Hier weiß ich jetzt so hundertprozentig noch, dass da noch ein Secret war. Wir hören mal genau hin, wenn ich hier runtergehe. Da ist was runtergegangen, nämlich hier auf der linken Seite. So, und da kommen wir nämlich hier unten rein. Und das ist der Raum, den wir gerade eben quasi sehen konnten, wo diese Soul Sphere, müsste es sein, liegt. Die können wir uns jetzt hier holen. Und die Level sind häufig so designt, dass man halt quasi irgendwo was sieht und man... Genau, Soul Sphere. Man weiß halt nicht so richtig, wie komme ich denn da dran. So, jetzt haben wir eins von sieben. Da ist noch eins. Dann müssen wir das nochmal runterholen. So. Na, zu langsam. Wir machen das anders. Wir gehen erstmal hier rein. So, und von hier dann hier rein. Und das ist Secret Nummer 2. Ja, wie gesagt, diese Secrets, da haben wir jetzt den Raketenwerfer gerade gekriegt. Und ich speichere jetzt mal zwischen hier, weil hier können wir... Nein, da können wir nicht runter. Da können wir runter. Da können wir irgendwas hier aktivieren. Und ich speichere... Na, ich wollte eigentlich nochmal zwischenspeichern. Dann speichern wir hier nochmal zwischen, gehen hier hoch. Und irgendwas haben wir jetzt auf jeden Fall aktiviert. Gucken wir mal, ob wir das finden. Ich habe keine Ahnung. So, und dann sind wir wieder hier. Das ist ein Raum. Ist auch ein Secret, soweit ich weiß. Ja, die blöden da drin, die lassen wir mal gerade in Ruhe. Ja, eine Besonderheit bei Doom, die es da vielleicht noch zu erwähnen gibt im Vergleich zu vielen modernen Shootern, die man ja sowieso, finde ich, nicht mehr so ganz damit vergleichen kann. Und zwar gibt es ein Monster-Infighting-System. Vielleicht sieht man das auch. Wenn die sich irgendwie gegenseitig erwischen oder so mit Feuerbällen, dann fangen die, ja, an sich gegenseitig zu zerfleischen. Thank you.
Was damit erklärt ist, dass es quasi bei Dämonen oder Höllenviechern gibt es, ja, da gibt es keine Best Buddies, sondern die fangen dann halt an, ganz dämonen-chaotisch sich halt zu zerfleischen. So, da war doch noch einer, oder? Ah ja, guck mal, hi! So, den wusste ich nicht mehr, dass der noch da ist, aber ist ja egal. Lebensenergie haben wir sowieso im Moment noch genug. Ich glaube, da kriegen wir auch hier in den Leveln erstmal keine Schwierigkeiten. Das könnte später ganz anders aussehen. So, und das war ein nächster Erschreckmoment. Denn, und das hat Doom damals aufgezeichnet und sowas war auch damals gruselig. Ja, hier ist jetzt ein Schlüssel und den holen wir uns und huch, das Licht geht aus und da sind ganz viele Gegner. Ja, sowas waren damals Erschreckmomente und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum man dann mit Doom 3 so in diese Schiene von dem Horror gehen wollte, weil es halt damals wirklich gruselig war. Die Engine hat eine Besonderheit. Das sind jetzt so Sachen, die ich so aufgeschnappt habe. Und zwar hat die ein sogenanntes Diminished Lightning. Diminished Lighting? Ich glaube, Lightning war es. Mit dem Diminished Lighting konnte jeder Raum quasi automatisch, 3 von 7 haben wir, automatisch gruselig werden. Und zwar über eine langere Distanz, sieht man auch da jetzt gut, wird ein Raum dunkler. So braucht man keine Schattenlinien mehr zu zeichnen. Ah, okay, hier haben wir, das ist quasi der Secret-Gang, da gehen wir gleich noch vorbei. Aber wir schnetzeln erstmal den Rest noch hier. Mit dem Diminished Lighting war es für die Entwickler total einfach, Räume gruselig zu gestalten, so wie sie halt im letztlich fertigen Spiel sind. Da konnten die Dämonen jetzt übrigens gerade die Tür nicht öffnen. Warum? Weil sie keine Schlüsselkarte haben, glaube ich. Kann aber auch sein, dass ich mich da vertue. Ja, und von diesen ganzen Elementen, die wir jetzt hier haben, taucht viel auch im neuen Doom wieder auf. Zumindest von dem, was man bislang so gesehen hat, ist das so. Da ist auch wieder irgendwo was aufgegangen. Ach, da. Haha. Ja, vielleicht kriegen wir hier mal alle Secrets zusammen. Hier wäre nochmal die Kettensäge, wenn man die beim ersten Mal nicht gekriegt hat. Da wird ein längerer Part. Okay, hier kommt man dann nur noch mit der gelben Schlüsselkarte weiter. Dann geht es offenbar weiter hoch. So. Tot mit dir. So, jetzt haben wir hier eine Soulsphere. Wir haben Rüstung wieder voll. Soulsphere. Und. Genau, Unsichtbarkeit. Ja, schön. Da haben wir jetzt 4 von 7. Dann machen wir hier oben weiter. Die erstmal wegholen, weil wir haben keine Möglichkeit, da zu schießen. Hahaha, da haben sie sich weggejippt. Jip ist auch so ein, genau wie Deathmatch, ein Begriff, den das Spiel quasi, ja, erfunden hat. Adrian Carmack sagt, ja, Jip war quasi die Abkürzung für Giblets. So, das wäre jetzt der reguläre Exit, den nehmen wir aber nicht. Sondern wir wollen ja den Secret Exit für das Secret Level. Da müsste ich dann nochmal nachgucken. Da ist doch irgendwo hier, höre ich doch noch was. Das ist aber nur da. Komisch. Ja gut, vielleicht ist das hier aus dem Nebenraum. Das ist Secret 5 von 7. Da haben wir jetzt den Raum, wo wir vorhin drauf gucken konnten, wo wir keine Möglichkeit gesehen haben, da reinzukommen. Danke. Haben wir die nochmal schön gegessen, hier die Feuerwelle. Oh, ei. Dann nehmen wir mal den, weil der ist eh voll. Können wir nämlich auch gleich nochmal Muni dafür aufsammeln, weil hier ist jede Menge. Ja, auf jeden Fall sowas wie Giblets, Gips etc. Also Giblets für Gips für Giblets als Kurzbegriff ist quasi auch hieraus entstanden.
So, jetzt haben wir 5 von 7. Keine Ahnung, wo der Rest noch ist. Aber wir machen den Secret Exit. 71% und oh, fast 20, ne, 10 Minuten, 20? Keine Ahnung. Und wir kommen dann beim nächsten Mal ins Secret Level und ich würde sagen, da sehen wir uns dann wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Secret Level von The Ultimate Doom. Bis dahin, tschüss!